So, das sind wir wieder im etwas übertriebenen Arc. Hoppala. Jetzt will ich mal kurz hier ein bisschen sortieren. Alles rüberbringen, was rüber muss. Sag mal, hatte ich nicht schon vorher irgendwo Chitin? Nein? Nein, anscheinend nicht. Ach, das muss ganz woanders hin. Sein Rohstoff für. Naja, ach so, ich glaube, das brauche ich später, um irgendwas zu beschwören, wahrscheinlich. Ja. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Okay, also die vier noch was, die schnappen wir uns. Und werden wir dann zu Zement jetzt verarbeiten. Geht mir jetzt um Folgendes. Ich möchte einen Fabricator bauen. Ja, da haben wir auch schon einiges zu passen. Ich möchte einen Fabricator bauen, möchte dann langsam mal loslegen, hier ein paar schöne Sachen herzustellen. So, wir könnten jetzt wie viel machen? Ja, können wir vergessen, wenn wir keinen Stein haben. Okay, ist klar. I see the problem. Ich muss Stein farmen gehen. Da unten, so war. Da unten brutzelt gerade das Breimeat und der Fisch vor sich hin. Was habe ich denn eigentlich noch für ein Blödsinn gehabt alles? Ah, oh, das ist ein Hammer jetzt. Hat 300, Level 320, so geil. Ach ja, eigentlich kann ich auch mal euer Zeug hier nehmen, weil da könnte ich mir ja das Zeug draus herstellen. Das bessere Brennmaterial, Methan, was ich ja glaube ich dann für Arc Cooking Advanced brauche oder so, ne? Was braucht es? Wasser, Kohle. Kohle ist kein Problem. Kohle müsste ich genug haben. Ja, was? Ich bin schon lange wach. Mein Wecker. Okay, so, das heißt, wir stecken jetzt hier mal ein bisschen Wasser rein. Wir haben sowieso viel zu viel Wasserflaschen dabei. Mal gucken, wie viel wir da aufheben, weil ich sehe gerade, ich habe immer noch drei Stück oder so. Jetzt habe ich immer noch zwei. Ne, immer noch drei. Also immer noch eine rein, danke. Habe ich immer noch drei? Ja. Ja, guck mal, immer noch eine rein. Dann sammeln wir nämlich mal jetzt ein bisschen Kacker noch von meinen Viechern und dann tun wir die da rein. So, die ganzen Rezepte. Achso, das geht jetzt natürlich nicht, weil mir die Holzkohle fehlt, ja, ist klar. Achso, Moment, das müsst ihr aber sogar selber herstellen. Weil ja. Ach, das. Aha! Da verbrennt das Holz einfach nur, da gibt es keine Holzkohle. Das ist ein bisschen fies. Aber gut, egal. Gut. Ja, wo tun wir denn das hin, verdammt? Drogen. Ne, zu Drogen passt es nicht. Was habe ich eigentlich bei Drogen noch rein? Da habe ich noch nicht noch irgendeinen Scheiß rein, doch. Ach, den Bauplan. Ja, genau, weil ich noch kein Bücherregal habe. Das war's, weil mein Bücherregal nämlich viel zu teuer ist, dieses Advanced Structures Bücherregal, Dingsbums, Zeug und Boah. Rex Knochenhelm, ja, Items Kind, das gehört eigentlich so irgendwie zu Gegenstand Loot. Aber da müssen wir sowieso mal aufräumen hier, weil da ist zu viel Scheißdreck dabei, der gar nicht reingehört. Ist da noch Platz drin ein bisschen? Ja. So ein bisschen, okay. Ja gut, dann tun wir das auch mit rein. Also hier die. Das habe ich von dem Alpha Raptor gekriegt. Aber leider kein schönes Werkzeug. Schade eigentlich. Was ist Vegas Movie Studio? Ah ja, jetzt spielt er einen Filmsimulator oder so. Na gut. Warum denn nicht? Ja komm, dann tun wir das jetzt erstmal hier. Rezepte und Baupläne erstmal hier rein. So wie jetzt zum Beispiel auch das hier, die Kalien-Soup. Ich habe auch noch was. Ja, hier kommen und das auch. Obwohl, das könnte eher zu. Ge Gib her. Das könnte eher zu Gegenstand, Zeug, Loot. Zeug und war. So, das da, auch da rein. Das da, Shadow Steak, glaube ich, habe ich auch schon. Jawohl, jawohl, ja. Wäre nice. Irgendwann kriegt man nämlich auch einen Hinweis, Notiz für eben die Rockwell-Rezepte, wie man das verstehen muss. Aber das weiß ich ja eh schon. Nein, ich zock's ja schon lang genug, das Spiel. So, ich habe auch irgendwo schon Obsidian eine Kiste gehabt. Habe ich gedacht. Ja, hier. Habe ich auch schon was reingecheatet, aber wie gesagt, habe ich ja gesagt, ne, ich war ja schon mal in der Höhle alles. Ja, ich sehe, sie haben sogar zu wenig gegeben. Ha! Macht nichts, reicht. Fabricator brauchen wir sowieso erst. Gut, ich gehe jetzt ein bisschen Steine looten und dann komme ich nochmal. Ach ja, das Artefakt. Wo kommen wir denn das hin? Eigentlich bräuchte ich einen extra Schrank für Artefakte. Ich muss bei Drogen rein erstmal. Ich muss noch mal ein paar Schränke bauen. Artefakt, jawohl. Und das gehört sowieso zu Gegenstand Loot. Die. Ja, wo sind wir? Hier sind wir. So. Bisschen ausräumen, ein bisschen Platz schaffen. Und dann gehen wir ein bisschen Steine looten. Was ist denn das überhaupt für ein Scheiß? Lass mal den Schrott jetzt fallen hier. Das wiegt alles was.
braucht kein Mensch. Ich meine, die Sachen wiegen nicht viel, aber die Werkzeuge wiegen ja viel zu viel. Die taugen ja eh nichts. Halt, die Speere könnte ich behalten. Die kann man nämlich auch verschießen oder sonst was später mitmachen. Oder die als Rohstoff für eine nächst bessere Waffe nehmen. Irgendwie sowas war da. Passt schon. So, alles weg. Ja, ist alles Blödsinn. Oh, hier stapelt sich schon so sehr, dass es langsam witzig wird, glaube ich. So, die Ledersachen natürlich nicht. Die brauche ich genauso wie hier, die überragende Belzebufo. Der ist ziemlich cool. 181er Rüstung. Fetzt. Wo gehört denn das rein? Huch. Das würde gehören vielleicht ein bisschen in Gegenstandsloot. Das habe ich jetzt nicht. Jetzt ist gerade die Frage, was habe ich denn noch? Was ist denn das noch für eine... Was ist denn da drin? Gar nichts? Okay. Dann tun wir jetzt da mal Rüstungen noch rein. Und von mir aus eben die Sattel. Ach, jetzt habe ich vergessen, die anderen Sachen reinzutun. Ja, muss ich mir gleich nochmal holen. Sattel. Ich da irgendwas Gescheites gefunden? Nee, das war die kaputte, die ich getauscht habe, bevor es mir ganz kaputt geht, genau. So, das können wir auch fallen lassen. Das ist, wie gesagt, das ist alles nur Unsinn. Der ja nur wiegt. Genauso ein Kompass. Ich brauche keinen Kompass. Ja gut, dann können wir mal... Unsinn, ey. Ist da noch Platz überhaupt? Ja, ein bisschen. So, weil da kommt jetzt noch rein. Das Sarkosuchus-Haut. Der Kompass. Und die Titanoboa-Giftsachen. Das ist eine Bauplan. Ja, den haben wir gesagt, tun wir zu... Damit das Inventar wieder leerer wird, ey. Wir müssen jetzt mal sortieren hier. So, die Sachen müsste ich reparieren. Das machen wir bei Gelegenheit. So, jetzt müsst ihr eigentlich schon mal ein bisschen weniger voll sein, oder? Na, jetzt bin ich wieder ganz leer. Super Sache. So, ich denke mal, die lassen wir einfach weiterlaufen. Ja, hier bräuchte ich mal Kohle drin, damit es wirkt. Okay, passt. Aber ich könnte mir natürlich vorher mal ein bisschen Kacke aufsammeln. Sag mal, wird's denn? Bist du nicht am Kacken? Dein Ernie? Wieso bist du nicht am Kacken? Komisch, komisch. Also, Holzkohle habe ich bestimmt auch genug. Ah, hier nicht. Aber oben vielleicht. Moment. Ah ja, doch, da hinten drin, ne? Also Schießpulverherstellung müsste das sein. Ja, locker. Dann nehmen wir uns einfach mal das. So. Dann gehen wir da runter. Hallo, let's. Hallo, danke. So, und dann können wir nämlich die Kacke reintun. Die Holzkohle reintun. Und dann müsste das auch loslegen. Genau, tut's auch. Jetzt bräuchte man halt mehr Kacke. So, und der ganze Scheiß darf dann mal despawnen. Das dauert aber, glaube ich, bei mir eine Viertelstunde Minimum. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Ja, hopp, nochmal kacken. Sehr gut. Wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich ein bisschen Steine gefarmt habe, weil das ist jetzt so meine Hauptaufgabe erstmal. Ha! Wie ein Bekloppter Steine besorgen und dann können wir anfangen, Zement herzustellen. Dann gibt es einen Fabricator, die bessere Herstellungsfabrik, ne? Und dann schauen wir mal weiter. Dann kann ich mir nämlich vernünftige Rüstungen herstellen. Das passt dann schon. Bis gleich. Außerdem bin ich immer noch überlegen, ob ich mir nicht diesen Diplo hole, da mit 114er Level oder was der hatte. War ja gar nicht so schlecht. Muss ich nochmal gucken, was der frisst. Ich hab doch gerade noch irgendwo was gesehen, ne? So, mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Kibble Vending Maschine und ich habe da unten was Schönes gesehen, was ich vielleicht haben möchte. Ja, also tatsächlich anscheinend nur die Dinos kacken so viel. Weil die Schildkröte zum Beispiel nicht. Ja. Jetzt bin ich gerade überlegen, was machen wir mit der Schildkröte. Die kriegt nochmal Schaden. Hier ist jetzt voll das Hammerviech. So. Dann haben wir noch einmal hier Scheißeverarbeitung. Und dann werden wir nämlich uns mal schnell um die Kibble-Vending-Maschinen kümmern, werden die ein bisschen befüllen. Oh, das reicht gerade noch. 3 Flaschen sind noch drin. Da müssen wir nämlich die Flaschen auch mal wieder füllen. So, dann haben wir hier ein bisschen Ressourcen gesammelt jetzt einfach nur. Damit wir mal ein bisschen was auf Vorrat haben. Und jetzt habe ich aber da unten einen schönen Lystro gesehen. Den hätte ich ganz gerne.
Und vielleicht hole ich mir noch ein Dodo, aber Level 56 gefällt mir jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Aber naja. Was will man machen? War halt nichts Besseres. So, und da oben, oh ja, da war ja was mit, warum es vielleicht nicht ging. War wahrscheinlich doch nur Steinproblem, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Chitin schon leer ist. Ich hatte da über 5000 Chitin drin. Und ich habe, glaube ich, noch keine 1000 in Auftrag gegeben. Jetzt stellen wir mal Stein rein. Kann ich jetzt wieder mehr machen? Ja. 1, 2, 3. Jawohl. Weiter geht's. Schön hier Zement herstellen. Ich meine in der Metallbase oder Steampunk. Ich bin überlegen, ob ich Steampunk mache. Steampunk wäre eigentlich geil. Aber da müssten wir die Steampunk-Sachen hier aufbauen, damit ich oben die Steampunk-Base bauen kann. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Logi. Ach nee, nicht die Plus. Die Plus brauche ich ja die Dinger dazu. Ja, das wird nichts. Da brauche ich die Coins. Und für die Coins brauche ich... Ach, für die Bronze-Coins brauche ich gar nichts, außer Metall. Da brauche ich dann halt Zement, das ist das Problem. Ich möchte jetzt den Zement noch nicht haben, wenn ich nachher wirklich tausendfach in die Höhlen gehen kann und mich nichts mehr juckt, weil ich einfach mit dem Sturmgewehr vor mich hinballer oder sonst irgendwas, ja. Dann okay, aber im Moment, Im Moment machen wir das mal so, nehmen wir den hier. Das ist die einfache, die ist schon fast ein bisschen cheaty. Einfach nur Metall rein und dann kann man sich hier Zeug holen. So, Lystro Gummy Flowers, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, 5 Stück davon sollten reichen. Oh, das sind ja 3 hier, weißt du, oder was? Ach du Scheiße. Hätte ich nicht so viel machen müssen. Naja, egal. Hält 3 Tage. Ja, das ist ja trotzdem in Ordnung. Passt schon. Da drin 3 Tage. Jetzt ist die Überlegung, wie lange hält das im Dino. Ja. Da hält es ja mit Sicherheit noch länger. So, 15 Stück haben wir davon. Die nehmen wir jetzt mit. Und dann gehen wir nämlich zum Lystro, den wir da gesehen haben. Achso, außerdem sollten wir das Feuer ausmachen, weil es ist sinnlos jetzt. So, natürlich können wir dann das Fleisch mitnehmen. Ja, die können wir dann mal füllen bei Gelegenheit. So, wir haben 90 von dem Schwachsinn hier. Wir haben ein bisschen Gammelfleisch, okay, das können wir auch mitnehmen. Ach, das war's schon. Naja. Was geht bei dir? Bei dir geht nichts. Hast du nochmal geschissen? Nee. So, du kriegst jetzt hier noch ein bisschen was von dem ganzen Zeug. Du kannst von mir aus auch die Pflanzen haben, die, naja, willst schon die Beeren, mein Gott, Pflanzen, Blödmann. Hier, viel Spaß. Jawohl, nochmal kacken. So, wie lange halten die bei dir? 12 Tage, super Sache. Ich denke mal, wenn ich 7 Stück davon mitnehme, müsste das reichen für den Fritzen. So, gib mir das. So, jetzt muss ich mir den bloß wiederfinden. Ich weiß nicht, ob ich den wiederfinde. Ich hoffe, dass der noch lebt. Und dann schnappen wir uns den. Huch, aufpasst. Ich meine, der haut ja auch nicht ab, der macht ja gar nichts, das ist ja überhaupt kein Problem. Einfach nur füttern und gut ist. Bei dem ist es ja einfach, wie beim Ich, die auch, der Delfin. Oder diese Art Delfin ist ja super einfach zu zähmen. Da gibt es andere, wo der auch von hinten ran muss, aber wo der aufpassen muss. Männlich 80, ne, was bringt mir das? Weiblich nur 24. Weiblich 16, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verscheißen? Verscheißern. Weiblich 64, das klingt schon besser. Das sieht so blöd aus. Wäre vielleicht eine Idee. So, jetzt weiß ich nicht, ob der Typ noch lebt. Männlich, ja. 112, aber männlich. 112 weiblich wäre mir lieb. Würde ich nehmen. Wo ist denn das Viech jetzt gewesen? Hier irgendwo in der Nähe. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Das war relativ nah. Ah ja, nee, das ist der andere. Das ist der andere Knaller. Ah, da oben. Du warst das, ne? Ja. So. Und dann haben wir es schon. Du heißt jetzt einfach Level Up. Weil nichts anderes machst du. Du levelst meine Dinos. Sersen. Ach, streicheln, genau, und dann geht es nämlich noch flotter. Naja, gut, du kriegst jetzt erstmal Gesundheit, damit du nicht stirbst. Ach du Scheiße! 3000 jetzt erstmal. So, dann kriegst du Draglas, weil du da nichts von hast. Okay, viel Spaß. Das geht noch weiter. Hättest du ja gleich lassen können, oder? Ja, gib es noch Draglas, warum nicht?
So, ja, jetzt musst du dich heilen, ne? Und ich muss dir natürlich ein bisschen was zu fressen mitgeben, weil die Lystro Gummy Flowers, die isst du ja, glaube ich, so. Also selbst wenn du wolltest, isst du die nicht, wenn du gezähmt bist. Kibbel, oder? Essen die Kibbel? Naja, wenn sie gar nichts anderes haben, vielleicht schon, ne? Na? So. Ach, du hast schon wieder ein Level up. Na dann. Geh ein bisschen auf Haltbar, auf Draglass, dass du so 500 wenigstens hast. Das wäre doch was, oder? So. Jetzt kriegst du was zu fressen von mir. So kann man das nicht machen, oder? Nee, leider nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwelchen Blödsinn, aber egal. So, wenn ich dir die jetzt gebe, bei dir halten die natürlich auch länger. Du frisst sie ja eh nicht. Ach, du hast schon wieder ein Level up. Und noch eins. Und noch eins. So, das ist genug Draglast. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Kampfkraft und Ausdauer. So, und jetzt gucken wir uns noch den anderen Fritzen an. Ach so, aber bitte muss ich ganz dringend das Verhalten ändern. Neutral. Nur wenn du angegriffen wirst, bitte. Ach so, was mich ergreift, ist auch... Nee. Warte mal. Noch ein anderes Verhalten, wenn ich sonst jetzt gleich dahin gehe. Passiv. Ja, weil sonst, wenn ich jetzt das Viech anfange zu schlagen, schlägt der mit drauf. Das wäre ein bisschen suboptimal. So, wo war jetzt der Dodo? Ja, männlich. Was bringt mir männlicher? Nüschte. Ja, ist halt Spaßvögel, ehrlich. Kommst du mit? Ja. Weiblich 64, okay. You killed the Dodo. Toll, mein Nahkampfschaden ist zu krass. Ach Mensch! Das ist doch zum Reiern, ist doch das. Wollt ihr mich jetzt angreifen? Ernsthaft? Na, ich hab schon gedacht. Ihr beschwert euch irgendwann, dann haut ihr ab. Ihr seid ja voll der Witz. Bisschen Kaka können wir mitnehmen, dann können wir noch ein bisschen Brennstoff herstellen. Aber das ist jetzt blöd. Wie kriege ich denn die? Ja, wahrscheinlich echt erst mit den Darts, mit den speziellen Narkotik-Darts. Das wird nichts mit den Sachen. Du wärst 160, du wärst auch ganz gut. Habe ich eigentlich einen weiblichen oder einen männlichen? Weiblich. Ah ja. Was bist du denn? Weiblicher Dreik, aber bloß Level 16. Du willst mich doch verarschen. Furchtbar ist es. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit machen wir auch so auf 1500. Na gut, bringt jetzt alles nicht so viel, aber ein bisschen was. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall weiterhin wahrscheinlich ein Steinproblem. Das heißt, erstmal weiter Steine farmen, damit ich weiter Zement herstellen kann. Gut, bis gleich. Wo bist du? Bist dabei, Gold. Super. Eure Wegfindung hat sich auch ein bisschen verbessert, ha? Früher hätte man das niemals machen können. Ich bräuchte einen gescheiten Dodo und... Jawohl, erstmal geschissen. Einen gescheiten Dodo. Ich brauche die anderen... Ach ja, was brauche ich dafür? Für die Narkotik-Darts. Da muss ich nochmal gucken, was ich dafür brauche. Für die Spezialnarkotik. Ja, du bist 32, kannst vergessen. Wenn ich dir eine verpasse, bist du weg. Ach, das ist doch zum Reiern, ist doch das. Der ist ja flott, aber das sieht ja unmöglich aus, wenn der rennt, ne? Oder die, besser gesagt. Das sieht ja so bescheuert aus. Ja, heiß. Schön am Fressen. Super. Bis gleich. Wo geht's jetzt hier rauf? Komme ich hier rauf auch? Nee, ich glaube nicht. Außerdem brauche ich eh noch mehr Steine. Also entfällt's ja eh. So, wollen wir mal gucken.
Das ist jetzt die Structures Plus Missy. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wird das der Structures Plus Fabricator? Ja, dann hat er nämlich bestimmt auch mehr Slots. Die Structures Plus Sachen haben nämlich alle mehr Slots. Das ist ziemlich geil. So, okay, runter. Jetzt habe ich nochmal einen Schlag Metall geholt. Gerade eben an dem Berg oben. Und ich denke, die nächste Tour wird heute Mittag sein, nochmal in die Höhle rein. Oh. Jo. Kristall, wo? Metallbarren, Obsidian, Kristall. Die Pilze müssen wir natürlich wieder der Donatello, der Schildkröte in die ins Inventar ballern, weil bei der hält's, ne? Klar. Bei mir geht's kaputt. Oh, auch voll. Schön, haben wir auch zwei volle Stacks. So langsam wird's ja, wir haben ein bisschen Reserve. Das ist doch was. Du hast keinen Aufstieg, du auch nicht, aber bald. Du hattest da gerade einen, ja, passt. Alles gut. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, Öl. Hatte ich nicht schon irgendwo Öl? Ich könnte mir jetzt auch Öl holen. Die Frage ist, wie sehr klatscht mich der. Ach, weißt du was? Das machen wir jetzt einfach. Wir haben Sauerstoff ohne Ende. Ja, komm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt vorne ins Wasser. Da gibt es nämlich ein, zwei Ölblobs unten dran. Oh, es ist neblig, es ist ein Original Koya, ey. Da ist nämlich schön ein, zwei Ölblobs. Das Problem ist, die sind so weit unten. Das sind Haie. Egal. Fische sind Freunde, Mann, ne? Ah, ich glaube nicht dran, aber egal. Ich glaube, der will mich klatschen dann. Ich hole mir jetzt erstmal einen schönen Vorrat an Öl. Den Hai, den werde ich schon loswerden. Wenn der natürlich jetzt gut hochlevelig ist, dann beiße ich mir den Arsch, ne? Weil ich habe jetzt nichts dabei, um den zu tamen. Was hat denn der jetzt für ein Level? Okay, du kannst sterben. Na, sag mal. Scheinen hier Schwierigkeiten zu haben, ne? Oh, toll. Jetzt haben die mir noch meinen Brustpanzer kaputt gemacht. Alter, was hat denn so ein Megalodon für Lebensenergie? Da kommt da noch einer. Da geht die Post ab, ey. Ja, die ist natürlich. Die weibliche ist 120. Naja, gut, ist jetzt auch nicht so der Brüller. Also, jetzt wird es ja langsam nervig, ne? Ja, jetzt ist halt alles kaputt. Ich nehme mal an, das wurde mir noch im Wasser kaputt gemacht von dem ganzen Zeug. Natürlich, als ich in der Höhle war. Ich habe es ja nicht repariert, ich Idiot. Jetzt habe ich einen Megalodon gekillt. Noch einen Megalodon gekillt, jawohl. Jetzt fehlt nur noch der hier. Der erste, der mich angegriffen hat. Dankeschön. Hä? Wo war der Itemspeicher? Ich habe gerade was gesehen von Itemspeicher. Weil hundertprozentig haben die Zähne und so ein Blödsinn dabei. Das habe ich natürlich vergessen. Ah, hier. Ja, wenigstens die Zähne will ich haben. Die brauche ich dann sowieso für die Brutmutter. Was ja auch mal demnächst ansteht. Ja, was heißt demnächst? Ich brauche erstmal alle Artefakte. So. Hab das jetzt. Jetzt kann ich mich endlich um das Öl kümmern, ihr Idioten, ey. Okay, jetzt haben sie mir alles schön kaputt gemacht. Das ist prima. Egal. Das Öl, was ich mir jetzt hier alles holen kann, ist es wert. Der Manta, der ist, glaube ich, auch aggressiv, soweit ich weiß. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der war auch aggressiv. Okay. So, jetzt gucken wir, wo noch welche sind. Ölblobs. Da steigen Luftblasen auf. Ach nee, das sind so Quallen. Ja, und die muss man, glaube ich, auch nicht unbedingt ran. Die könnten wehtun. Aber ich sollte mir langsam ein bisschen Sauerstoff besorgen. Ausdauer ist kein Problem, aber ich glaube, ich soll da doch mal wieder hoch. So. Okay. Jetzt gucken wir noch einmal, zweimal weiter runter hier wegen Öl. Da ist noch Öl. Ganz unten könnte es sogar sein, dass Silikaperlen sind. Aber wie gesagt, das sind überall so Quallenscheiße. Wobei die Perlen ist ja gar nicht das Problem. Ich könnte mir sowieso das Perlenbett wieder bauen. Also hier so ein Beet. Kann die züchten. Habe ich ja auch Mods drauf.
bist denn du? Du bist bloß ein Barsch. Oder so ein Karpfen, keine Ahnung. Koi-Karpfen. Koi nicht rum, du Koi-Karpfen. So, weg damit. Ja, das sind natürlich noch mehr, oder sind es nur Ichtis? Ja, das sieht mir fast aus, wie wenn es Ichtis wären. Aber wo Ichtis sind, sind auch Haie nicht weit, ne? Ja, das sieht mir eigentlich aus wie Ichtis. Naja. Ich muss mir dann eh noch alles zähmen. Was nützt es denn? Ein Megalodon brauche ich auch noch. Aber, muss gucken, wie... ich glaube, bei dem kann ich nichts von meinem Kippel einsetzen. Den muss ich echt mit normalem Fisch zähmen. Weil natürlich ist der nur Fisch. Klar, am liebsten Breimfisch. Aber Breimfisch, ja, wo kriege ich Breimfisch her? Wenn ich halt so ein, zum Beispiel ein Ding mir hole, ein Moser oder sowas, ne? Da kriege ich wahrscheinlich Breimfisch raus. Aber den brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, jetzt gibt es nämlich gleich noch einen Fabricator. Dann stellen wir den noch auf und dann lassen wir es für die Folge aber wieder gut sein. War ein bisschen high klopfen, bisschen ein kleines Level-Up-Viech zähmen, ja. Kann ich die hier voll machen? Nee, muss ich stehen dazu, sonst geht es nicht. Ja, ansonsten war es die Erkenntnis, dass ich mir immer noch keinen Dodo holen kann, weil die zu schwach sind. Wenn ich die einmal schlage, sind die tot. Was ist denn los? Sag mal, kannst du das voll machen? Hä? Ach, ich hab's nicht dabei. Ich bin der Prinz. Bis gleich. Bauen wir den Fabricator noch zusammen. Ach, weißt du was? Brauchen wir gar nicht mehr aufhören. Ich sag noch, ja, es ist, glaube ich, so nicht mal eine halbe Stunde oder so. Ja, erstmal ist es schon eine halbe Stunde fast und zweitens war die Platte voll. Ha! Ja, über 700 Öl ist nicht schlecht. Wir ballern hier jetzt ein bisschen rein und machen das Feuer an. Hier auch gleich wegen Metall. So, das restliche Öl tun wir jetzt in den Schrank, wo Öl draufsteht und machen schnell den Fabricator jetzt fertig. Halt, Öl ist dahinter erst. Ja, das ist, macht ja überhaupt keinen Sinn. Was hab ich denn da gemacht? Hm. Naja, wir müssen dann eh mal sortieren, wenn wir in der anderen Base sind. Also in der eigentlichen Base. Das hier ist ja alles nur mehr oder weniger ein Haus. Ich überlege nur gerade, Moment, ich brauche Rohöl auch für den Fabricator, soweit ich weiß. Na komm, wird's denn. Ja, 800, ja, nehmen wir mal so. 900, so. 30 Öl wird ja wohl reichen. So. Huch. Ach, Zement. Siehst du, das brauche ich noch. Da war ja was. Ja, jetzt läuft es natürlich gerade richtig scheiße, weil ich jetzt noch die Videos verschiebe. Die Rohvideos. Damit ich überhaupt noch weitermachen kann. Okay, ich habe hier wird immer noch Zement hergestellt. Logisch. Wir nehmen mal die Hälfte raus. Das langt erstmal. Ja, ja. So. Und dann kommen wir hierher. Habe ich ja, Zündpulver habe ich schon rein. Okay. Stein habe ich hier auch ein bisschen drin. Weißt du was? Da machen wir gleich noch ein wenig mehr rein. Warum denn nicht? Genauso wie Fasern. Hä? Warum habe ich den Stein jetzt nicht rein? Du sollst den Stein da rein machen. Ja, jetzt habe ich die bescheuerte Rüstung da rein. Die kann ich in der Hand reparieren, oder? Moment. Ah, ne, eben nicht. Ha! Deswegen habe ich sie rein. Ja gut, dann tun wir das ganze Scheißzeug hier rein. Dann können wir das nämlich auch gleich noch alles reparieren. Aber zuallererst will ich jetzt mal den Fabricator fertig kriegen. Das heißt, hier kommt noch Öl rein. Zement. So. Der Megalodon-Zahn, der gehört dann eher in Loot. Dann Herstellung. Das machen wir jetzt noch schnell fertig. Fabricator, genau, kostet nämlich Öl, aber nicht so viel. So, wir stellen uns einen Structures Plus Fabricator her. Ob das jetzt ein Structures Plus ist, ist mir ja eigentlich scheißegal. Stellen den hier auf. Mal gucken, wo. Der wird dann befeuert mit Benzin betrieben. Der braucht ein bisschen eine Lüftung. Stellen wir den hier so hin. Ja, so ist er in der Wand drin. Ne? Das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Ohne Energie, ja, das macht nichts. Der kann mit Strom oder mit Kraftstoff betrieben werden. Aber normalerweise ist kein Problem, wenn ich da jetzt keine Energie drin habe, dass der einfach mit Kraftstoff läuft. Schauen wir mal, was gibt's hier? Hier gäbe es Multilamp. Aha. Soweit ich weiß, wenn keine Energie,
kann man mit Kraftstoff betreiben. Hier sind die ganzen Glassachen, das ist von Structures Plus. Sehr schön. Das gibt übrigens die Glassachen von Structures Plus, ja, die geben übrigens einen Greenhouse-Effekt. Bilde ich mir ein. War das so? Ja. Glas-Window, Greenhouse-Effekt. Glas-Trapdoor, wie war das mit Glas-Wall? Genauso gibt es Greenhouse-Effekt. Genau. Ziemlich nett. Okay, wir haben also einen Fabricator jetzt. Wie viel hat denn der Platz? 300, also auch bedeutend mehr. Der normale Fabricator hat, glaube ich, 75. Der Fabricator Plus, der Large Fabricator, den Mod, den ich drin habe, der hat dann 500, aber mit den 300 hier bin ich auch einverstanden. Also 300 Plätze für alles Mögliche, ja. Gut, machen wir Schluss. Ist eh wieder viel zu lang, über eine halbe Stunde. Danke fürs Zuschauen. War ein bisschen Megalodon-Spaß. Oder Megalodon, wie man den jetzt wirklich ausspricht, keine Ahnung. Ich habe dieses lustige Level-Abviech, den Lystro. Ja, leider noch nichts Vernünftiges an Trikes oder Dodos gefunden. Fabricator hingestellt. Im nächsten Part können wir langsam mal dran denken, dass wir auf jeden Fall einen Peter kriegen müssen, um umzuziehen. Und dann können wir den leveln schön. Der kriegt dann sowieso pervers Tragekapazität. Und dann ziehen wir um auf unsere eigentliche Location, wo wir hinwollen. Ne? Wenn mich der Affe reitet, kann ich sogar dahin laufen mal. Na, mal schauen. Bis dann. Bisschen was passiert. Ja, da unten wird das Kraftstoff hergestellt und da können wir auch dann den Fabricator in Betrieb nehmen. Auch wenn da kein Strom gerade ist. Egal. Hä? Da, genau.